Kampf. Irgendwas bei Ja, Kampf ich kann wieder noch. laufen. Gut. Wo war noch Oh. besser? Laufen. Warte mal, jetzt habe ich auch zu viel. Dann haben wir noch halbe halbe. Stapel teilen. Oh, immer noch zu viel. Ich habe noch ein kleines bisschen, nochmal teilen. Oh nee, warte mal, ich war selber schon verdammt voll. Also warte, dann kommt ich habe nämlich noch ein bisschen Platz. Muss euch bloß erstmal... Mir kannst du nochmal die Hälfte von den... Ja, da Kohle. Liegt Kohle. Ja, ich bin jetzt... Mickel, Muckel, Säckele, Platz. Was heißt Muckel, Säckele, Kilo? Mach nochmal die Hälfte. Schmeiß mal was hin. Schmeiß mal was hin. Okay, warte mal, das da. 80 von 105. 80 von 105. Ja. Ich habe 106 von 120. Okay. 87 von 105. Ja, warte mal, dann das noch und das eventuell und das noch und warte mal, das noch. Oh Mann, hallo. Hier, jetzt. Ja, warte, wir laufen. Ich auch. Ich kann auch laufen. Wo ist das jetzt hin? Da runter. Ach, da, ja, genau. Zack. Jo. Gut. Alles voll. Okay, 80 also. Von 105, genau, passt. Und ich habe 106 von 120. Ja, dann gehen wir zurück. Okay. Ich bin nicht so fit, ich habe Lungenkrank. Ich auch. Rennen ist nicht viel. Hast du noch ein Bärchen zum Reinschmeißen? Nee, oder? Habe ich schon gemacht. Ach so, okay. Also eins halt so, das ist einfach nur ein bisschen immer, aber... Bringt halt nicht so viel, ich weiß. Wusch, wusch. Muschi, muschi? Muschi, muschi, muschi. Muschi, daschi, muschi, daschi, musch. Ja, also muschi, muschi heißt hallo. Aber, also zumindest im Japanischen, aber den Rest habe ich jetzt nicht verstanden. Besser ist. Melle sieht doch mal aus, wenn sie rennt, als ob sie die Beine links und rechts hinten wegschmeißt. So. Ja, ich geb alles, weißt du? Ja. Hast du noch Platz für Knochen, Mario? Lass mal. Ja, ja, Bocker. Alles klar, dann. Nimm mir die mit. Mit einem? Ja, ich bin gut. Fell am Buffet. Wenn du den richtig triffst, kann ich den, weil ich habe Feuersteinpfeil, die mache ich euch ja jetzt auch gleich fertig unten. Deswegen habe ich ja Erze geholt. Oh, warte, hab noch. Überhaupt gar kein Problem. Und das Baby muss jetzt alleine sein. Ja, ja, erstmal ja. Ich habe doch keine Zeit, mich um ihn zu kümmern. Nee, ist kein Schlott drauf, siehst du? Fackeln aus. Achso, ja, gut, dass du sagst. Das war jetzt wieder völlig. Oh, hallo, Kroko. Ja, das glaube ich, denkt es auch. Sollen wir ein bisschen mehr am Strand langlaufen, oder? Am Fels? So. Ja, ich sehe es noch mal. Das ist oberhalb bei den Felsen, ist das. Okay. Jetzt ist es rechts von dir auf dem Felsen. Krabbelt gerade Richtung deine Richtung. Aber. Ja. Ja. Ich bin nämlich sehr. Jaguar! Jaguar! Lass mich durch! Lass mich durch! Scheiße. Ja, du hast mich, ich weiß. Ich weiß. Jawoll. Hat doch gut geklappt. Geht doch, was habt ihr denn? Locker, ja. Flockig. Wir haben nix. Gar nix haben wir. Oben Koko und ein Jaguar. Dann auch noch Schnapp abholen. Hä? Wer hängt da hinten noch? Wer hängt da unten? Ich hab noch abgebaut. Ich lass doch sowas nicht hier. Das jute Lumbe. Ich will hier nicht runterspringen, Schatz. Nee, musst du ja nicht. Geh einfach runter. Eben, kannst du runterlaufen. So. Koko, Krokodil. Eieiei, Krokodil. Komm zum Papa. Er schwimmt immer unter mir, ne? Das macht Mut, oder? Ja, du. Warum schwimmst du über mir? Weil du zu lahm bist. So, in dein Gesicht, jetzt weißt du Bescheid. In dein Gesicht. Volle Kanne, ey. Sesam. Du schläfst im Bett heute Nacht, Frau Meile. Die Tür ist doch offen. Aber die Tür ist doch offen. Aber nein, aber nicht doch. So. Was machen wir aus okay. Dem? Wieso nur 8? Achso, Stöcker. Stöcker.
Stöcker, Stöcker. Haben wir doch so viele hier. Ja, haben wir reichlich. Mehr als genug. Kupfer und Eisen dir gleich in die Schmelze, oder? In die Eisen bitte in die Truhe, weil ich mache jetzt Pfeile. Ja. Du solltest ja schneller arbeiten. Unsere Truhe ist voll. Ja, das ist Zeug, was ich nicht gebrauchen kann. Warte mal, ich nehme die Holzkohle noch raus. Ich brauche ja sowieso einen Mörser. Ja, also einen zusätzlichen. Mörser. Erstellen. So, das erste 100er Päckle ist fertig. Ich würde halt, bevor ich diese guten Pfeile nehme, erstmal meine Steinpfeile verballern. Ne? Ja, die kannst du eigentlich wegschmeißen, die Steine. Die waren teuer. Die waren so teuer, dass wir das Zeug vor der Hütte liegen haben. Ja. Nein, nein, nein. Doch. Geb ich nicht her. So, in der Werkbank ist für jeder ein 100er Päckle Feuersteinpfeile. Ey, du Tier. Ja. Ich verschieß die. Ja, Strider, du hast bestimmt den Mörser gemacht, gell? Ja. Stellst du mir bitte eine auf die Kochstation drauf? Achso, warte. Mörser. Ich kann ja noch nicht. Also kann ich? Nee, oder? Kannst du erst ab Level blablablub, oder? Mit Werkbank. Mit Werkbank, ja, ja. Okay, dann mach ich noch Silizium drauf. Und dann mache ich den nochmal schnell ein. Das ist kein Problem. Ja, erst 9. Wir brauchen Leder. Wo haben wir noch Leder? In der warte, ich tue es in die Häutungswerkbank. Ich habe ja alles abgehäutet, was jetzt hier da war. Okay. Hier ist auch noch jede Menge. Ist drin. Ach, nee, Fell. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, also Mörser ist in der Werkbank drin. Ach, sehr schön. Und alles andere, was du brauchst, ist in der Häutungsbank. Ja. Super, dann mache ich mal da nochmal Pfeile. Dann habe ich für mich auch gleich. Hammer. Super, Hammer, Schatz, für dich ist dann auch ein 100er Päckle drin, ne? Was soll ich? Ein 100er Päckle Feuersteineisen ist dann auch drin. Hast du schon? Achso, dann ist es Marius, okay. Und dann schmeiße ich jetzt mal die Steinpfeile hier raus. Bam, und. Hätte ich nicht noch mehr zum Rausschmeißen? Nö. Na gut. Was ist los? So, zack. Ein guter Schwab schmeißt doch nichts weg. Ah, das sind die Anfängerpfeile. Es ist wurscht, das weil so viele Okos, die da rumrennen, ist alles Schosse. Was hast du nachgeschmissen? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Dann zerleg die. Was braucht keiner? Steinpfeile auch zerlegen? Ich glaube ja, ich glaube, du kannst hier tatsächlich alles zerlegen. Er hat sie tatsächlich wieder eingesammelt. Ich finde sie nicht. Naja, macht nichts, wenn du sie nicht findest. Bleibt der Dreck schon mal da, wo er ist. Also hier sind 7 Feuersteinpfeile drin. Ich glaube, das ist das falsch. Kann das sein? Ne, hier sind gar keine drin. In der Truhe, wo sind sie denn? Werkbank. Also nachher, wenn ihr den in der Arsch rette, weil ich schieße wie eine Irre, dann sind sie froh. Ja, mit Feuersteinpfeilen würdest du uns besser den Arsch retten. Ja. Und wie geht's denn? Weil 100 ist nicht viel. Ja, ich gehe ja wieder in eine Höhle. Keine Sorge. Doch, man kann die Knochendinger zerstören. Aber die Knochen, die hebe ich noch auf. Die packe ich noch mit in die Kiste, wo ich in die Werkbank mit rein. Achso, ich habe ja noch mehr Zeug. Achso, stimmt, ich wollte die Zimmermannsbank aufstellen. Na endlich. Damit ich, ich brauche da was, genau, warte mal, wo war die jetzt da, na ja, genau da, ne? Was brauche ich denn? Ich brauche Holz, Seile, Kupfernagel. Ein Nagel an deinem Sarg? Mhm. Ja. Oh Gott, das ganze Anfängerzeug hier. So, was haben wir jetzt hier? Jawoll! Also wenn du Kupfernägel machen würdest, das wäre cool. Ja, dann kann ich schon mal einen Schrank bauen. Achso, ja, dann mache ich da noch mehr Kupfernägel. Und Leder brauchen wir natürlich. Ah, Leder essen wir. Haltungsbank. Genau. Seile, haben wir keine Seile mehr? Okay. Ich muss erst 15 werden. Ich bin noch zu jung für Steinbauten. Ja, das ist mit 15, genau. Das ist doch blöd. Krank, ne, ich weiß.
Okay, Moment, also 120. Also Holz. Wohl, Hammer. Was brauchen wir noch? Seile und Leder und Kupfernägel. Wie war das nochmal mit Teilen? Macht Spaß. Teilen macht Spaß. Oder was meinst du? Ja, ich versuche gerade wieder einzeln zu teilen. Ich vergesse es immer wieder. Ja, und es steht ja so groß unten links unter dem jeweiligen Dingens. Ja, aber so groß, dass man es nicht lesen kann. Nee, das ist Stapel Teilen, Übertragen und Transfer All. Aber es gibt eine Kombination mit nur einen einzigen runterziehst. Die vergesse ich schon wieder. Ah, alt. Ja. Dankeschön. Das Alte war es wieder. Ja, ja. Das Alte, ja. Okay, noch mehr Kupfernägel. Dann mache ich dir mal ja die restlichen Kupfernägel. Station. Was war hier noch? Salz. 28 Kupfernägel. Mal gucken. Ja, ich baue dich. Ich mache schon neue. Und wo baue ich den? Lass mich gucken. In der Werkbank. Oh, brauchst 5, 5, 5. Ja, warum kann ich nicht? Ach, weil du vollknallst, oder wie? Ja. Ach so, ja, warte mal, dann mache ich das nochmal weg. Nee, ich habe mein Tisch habe ich. So, jetzt kannst du bauen. Jetzt kann ich gar nichts mehr bauen. Warte. Kann ich keine 5 machen hier. Warte. Will ich irgendwas? Ach, Seile. Dann lass nochmal, dann jage ich nochmal Seile durch. Warte, Seile. Ja, mach einmal das Maximum, dann zieht er einmal schön durch. Ja. Dann muss ich die Kupfernägel reinpacken. Das Holz reinpacken. Und das Leder reinpacken. So. Es wird zu Hause geschafft. Wir sind zu Hause. Ahoi. Wir lieben das alles hier. Ahoi, ahoi. Genau. Der Platz, das ist gut. Das dahin, bam. Gut, Entwurfspunkt, ne, kann ich alles nichts machen. Müssen wir noch warten. Fleisch haben wir eh genug. Ich bin gleich wieder da. Okay. Bam, bam, bam. Das läuft, du, das läuft. So, was Rumsteg? Rumsteg gibt 100 Ausdauer, 150 Gesundheit. Eieieiei. Ja. Das klingt was machst du hier wieder für Unfug? Überlegen, was man kocht. Was man Essen. Essen? Du bist an der falschen Seite für Essen. Schade. Da sind ja noch Zucker drin. Irgendwas wollte ich machen mit veredeltem Holz. Ich habe es aber echt vergessen. Ach ja, die einfache Angelfalle. Genau, da. Bam, 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 bam. Mhm. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Gib mir mal ein bisschen Seile her. Nimm mir einfach da jetzt mal 50 weg. Angelpunkte noch. Zack. Passt. Angelkasten? Ein Ort, um Angelköder und ihren letzten Fang aufzubauen. Okay. Geh mal auf die rechte Seite, da ist schon ein Angelkasten drin, ja. Achso, bist du. Da bin ich gerade und lese das halt gerade. Den soll ich in mein Inventar packen oder wie macht man, was macht man dann? Wenn du angeln willst, dann gehst du zu deiner Angelstelle und dann setzt du ihn auf den Boden. Da hast du 3 Köder drin und hast du Platz für 2 Fische. Die dann nicht verderben. Okay. Und ein Köder geht so lange, bis der halt kaputt geht, oder? Ja. Okay, dann nehme ich einen mit. So, und ich habe auch jetzt die einfache Angelfalle, weil ich nämlich die einfach mal testen wollte. Achso, die tust du wahrscheinlich nur ins Wasser rein und dann macht das alles andere das Ding, oder? Höchstwahrscheinlich, ja. Einfache Fischerei. Ach, das muss man erst freischalten, oder? Diesen Angelköder herstellen. Ja, ich glaube schon. Warte mal, ich hatte hier... genau, ja, hier. Angelrute aus Holz habe ich ja freigeschaltet, ein einfacher Pack mit Ködern. Das habe ich ja alles freigeschaltet hier. Level 10, gell? Ja, ja. Ja, gut, alles klar. Ich storniere die Frage.
So tief ja, geht man die es geht ja grundsätzlich immer erst ab Level 10 los, ne? Ja, das stimmt. So, die Fälle tue ich auch mit in die Häutungswerkbank. Und die Holzkohle, die kommt in den Müll. Zack, und... Nein. Doch, alles verstopfen hier. Ja, stopf mich nieder. Alles verstopfen. Alles. Gut, dann können wir auch gleich schlafen gehen, sobald Melle wieder da ist. Ja. Dann kann ich nämlich auch mal den Angelding da... ein Angelding da machen. Ein Angelding da machen? Ja, dann will ich die Angelfalle mal hinstellen. Ja. Okay, das ist jetzt alles aufgeräumt. Und dann gehe ich natürlich noch mal ein bisschen was holen. Also ja, Eisen, ja. Eisen noch mal holen. Ich bin wieder da. Okay, dann einmal schlafen gehen schnell. Wer hat denn da seine Fackel noch an? Der sich links hinlegt. Das bin ich. Das bin ich. Wieso hast du deine Fackel noch an? Melle hat vor uns ausdrücklich gesagt, Fackel aus. Es ist mir zu dunkel hier. Aber trotzdem so. Prinzipiell so. Ich höre einen Kroko. Ja. Ah ja, hier, hallo. Ah ja, da ist es. Da draußen ist? Ja. Ja. Das schabt sich ja an diesen Dingern draußen, gell? Mhm. Das juckt sich gerade den Rücken. Ja, das ist doch ein Problem. Da können wir mitleben. Krokodil. Eieiei. Ei, die Maus, die Maus. Bist du jetzt langsam mal tot? Ich will raus. Ja, ja. Bleibt ganz schön hier. Das ganze schöne Ding kaputt hier. Mhm. Unglaublich. Solange es alleine bleibt, ist ja okay. Das klingt wie, es hat fertig. Ich habe fertig. Sicher? Ja. 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 Zack. Oh, du liebes Krokodil, du liebes Krokodil, du bist hier bei mir. Was ist los? Oh oh. Oh oh. Melle hat kaputt gemacht. Was stand da? Wo denn? Wir sind draußen. Yeah. 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 Okay, bin mal gespannt. Ich leg jetzt einfach mal die Falle hier hin. Alles nehmen. Ach, das ist sogar mit Bällchen, das ist an. Ach so, dass es an der Oberfläche schwimmt. Oh, na, das ist praktisch. Das ist ja geil. Warte mal, dann schiebe ich dich ein bisschen weiter rein. What? Melle, der will mich reinschieben. Oh nein. Was machst du denn so fast? Ja, ich weiß es nicht. Okay, ist noch kein Fisch drin. Zack, wir müssen zwei. Blut, dein Forelle. So, kann ich den jetzt trotzdem hier noch die Kiste hinstellen, oder? Geht ja, natürlich. Machen wir die Zack und Bam. Und das und Bam. Ja, wir werden hier noch irgendwo eine Angelstelle hinlegen, damit so ein paar Kisten dahin. Hier kommt so ein Angelhafen. Ja, das ist cool. Das gefällt Mario. Ach, Slot für Köder. Ach, ich muss da Köder reinlegen. Oh. Das wäre sinnvoll, weil ich würde auch nicht anbeißen, wenn ich nichts habe. Dann nehme ich mal da einen raus. What? Melle, der stiehlt. Na, sowas. Ja. Krokodil. Was? Bleib doch mal zu Hause, ich brauch doch keinen. Da kommt ein Fisch. Ich sehe ihn, wie er auf die Falle zuläuft. Er schwimmt. Ja. Na, komm, komm, komm. Naja, der wollte aber nicht rein. Teure Forelle, okay. Da. Ja, ich warte. Zack. Ja. Mhm. Ich hab die Forelle reingetan. Ich habe sie immer noch in der Hand.
Das verstehe ich jetzt nicht. Du musst, glaube ich, einmal links klicken, damit die ins Inventar rutscht. Glaube ich. Okay. Ja, okay, sie ist noch einmal da. Ja, okay, passt. Perfekt. Merci. Und? Ein bisschen. Was? Da ist noch nichts drin gewesen jetzt, ne. Genau, ich gehe jetzt nochmal schnell Eisen nochmal holen. Das ist ja das Haupthobby hier, Eisen holen. Naja, irgendwas musst du auch machen. Ich meine, siehst mal so. Schlimm, ne? Ja. Also die Zimmermannswerkbank kannst du noch nicht bauen. Die muss ich neu packen, ne? Nee, konnte ich bauen. Zimmermannswerkbank, die man ab Stufe 15 freischaltet? Ja, aber die war doch gar nicht auseinandergebaut. Sie war nur in meinem Inventar. Ach so, okay. Genau. Na, dann bin ich ja wieder glücklich und zufrieden. Ja. Vor allem, ich habe sie nur einmal kurz gebraucht, um diesen Angelfalle zu machen. Ja. Komm. Nein. Da. Ja. Du musst doch alle Fische fangen hier. Rotglanzforelle. Okay. Jo. Solange jetzt nichts kommt und mich hier auffrisst, bist du ein Stein oder bist du ein Krokodil? Ein Stein. Ich bin ein Krokofrosch. Ein Büffel auf anderer Seite mit Jüngen. Aber er will nicht kommen rüber über die Flüsse. Musst du bauen Brücke? Sie. Wann fängst du eigentlich an, die Brücke zu bauen? Jetzt, wo die Zimmer und Werke stehen. Ja. Brücke und überhaupt und hey. Ja, die wunderschöne Brücke. Ja, ganz genau. Da muss ich mir noch überlegen, was ich diesmal für eine baue. Ja, aber ich wollte versuchen, vielleicht diesmal auf dem Fluss zu bauen. Weißt du, wie ich meine? Ach so, stimmt, ja. Auf dem Fluss zu bauen. Ist das nicht der Sinn einer? Vom Zuhause her, meine ich, weißt du? Ach so. Mhm. Oh, da ist eine drinne. Eine Rotglanzforelle hast du gefangen. Oh, cool. Soll ich sie drinne lassen? Nee, kannst du gleich mit einpacken. Okay. Dann ist der Köder noch drin? Ja. Flottköder. Der hat jetzt ungefähr einen Millimeter abgenommen. Perfekt. Also nicht viel. Das heißt, der hält auch sehr, sehr lange. Ja, der ist nicht nach einem Fisch immer kaputt. Das ist das Schöne. Das stimmt. Ach so. Und wenn du mit einem Köder angeln willst, dann musst du erstmal R gedrückt halten und ihn auswählen. Fällt mir gerade ein. Und dann geht das schneller mit Angeln, oder was? Dann fängt er bessere Qualität und hast du irgendwie so, soll das besser sein alles. Okay. Ja gut, jetzt sind halt welche gekommen so, aber muss ich mal probieren. Da drüben ist schon wieder ein Komodora rein. Auf der anderen Seite bei der Rettungskapsel von, ich habe keine Ahnung, vielleicht von mir. Also meine ist hier. Was war denn da von Fortun? Ja, du hast ja deine abgesichert in der Festung. Ja. Das stimmt. Gewusst wie? Ja. Ach komm schon, du blöde Forelle. Du bist doch sowieso eine, die ich schon habe. Bestimmt. Ja. Ach komm schon. War doch fast schon voll. Also. Wieder eine gute Steinforelle. So, dann probieren wir nochmal. R gedrückt halten. Hebeköder. Erstmal gucken. Da ist ein Hirsch. Ein Hirsch? Ja, ein Hirsch. Der traut sich in deine Nähe? Jetzt ist es kein Hirsch mehr. Ach, die kommt ja, die muss sich ja direkt vor Ort schlitzen. Stimmt. Konntest du kein Reh sein? Ich hätte dich so gerne reingeschafft. Ach, Manu. Ja, jetzt aber. Aber ich muss nur einmal den Köder auswählen, oder? Muss ich den jedes Mal auswählen, wenn... Ich glaube, jedes Mal. Dann machen wir das noch. Ach, jetzt haben wir noch. Ja, okay. Weil ich noch nicht benutzt hatte. Mhm. Ich hoffe, der Geysir hat bei dir, Melle, um die Burg rum Geräusche von sich gegeben. Nicht, dass es ein Krokodil war. Ich habe keine Ahnung.
Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich gebe Bescheid, wenn's. Was los? Zwei Jaguar. Na dann ab ins Wasser, oder? Nee, ich bin in der Höhle. Na dann ab ins Wasser. Da sind die Büsche. Ja, die kommen immer rein, mittlerweile, das weißt du doch. Ich hab mal aufgemacht. Jaguar, Wolf und was machst du? Jaguar jetzt. Aber was machst du Wurm denn hier? Hallo? Hab die doch vorher getötet, du Genau. Meine Rede. Ich finde das auch ulkig. Das ging damals nicht, dass die Viecher rein. Also die kamen nie rein. Die standen halt davor. Ja. Aber jetzt kommen sie echt rein und jagen dich da drin. Das stimmt. Oh, Wahnsinn. Das ist schon heftig. Aber Schatz, sie ist positiv. Du lebst noch. Ja. Aber gerade so eben. Du lebst noch. Und da ist noch ein Jaguar gleich. Also, ja. Ja, die hatten da Klassentreffen. Du hast gestört. Ja, ich hab's gemerkt. Aber den krieg ich eventuell. Ui, ein Smaragdbärbling. Da. Was? Oh oh. Bin ich nicht allein zu Hause? Sag mal nein. Ich höre aber auch irgendwie, klingt das wie ein Krokodil irgendwo. Ich weiß bloß nicht. Ja, ich auch nicht so genau. Ich glaube, ich packe mal meinen Angelköder ein. Mein Kästchen, so. Ich bin diesmal auch gehört. Da, vor diesem Tor steht er. Da, wo er vorher auch schon war. Und eine dickere Forelle war das nächste. So, ich komme mal zurück. Aber, ja. Ja, ich will ja. Linke Tor nehmen. Jetzt habe ich ihn gehört, aber. Ja, und ich höre auch die Musik. Ach, da drüben ist er, alles klar, verstehe. Problem ist nur, dass er immer diese Tür angreift. Und ja, nicht. Nicht da, wo er soll. Na, weil die nicht geschützt ist halt. Hat der mich jetzt gesehen hier, oder? Nee, der meckert hier noch rum. Ich weiß nicht, ob du von außen kannst nichts machen. Ja, ein bisschen geht's. Okay. Aber nicht viel halt. Ja. Weil ich versuche neben vor seinem Maul hin und her zu rennen, okay? 86, 87 so. Also solange die Palisade steht, ist es ja kein Problem. Ja, würde er aber dahin gehen, wo auch so Piekser wären. Das wäre ja wesentlich hilfreicher. Ja, ein bisschen. Wir müssen also sowieso mal gucken, inwieweit unsere Mauer noch hält. Die sind halt intelligent. Manchmal. Oh Gott, oh Gott. Jetzt hat er dich. Soll ich Türe aufmachen irgendwo? Nein, ich habe sie gerade zugemacht. Also, ja, aber jetzt ist er da, wo er hin darf. Genau. Gut. Der dürfte, glaube ich, nicht mehr so viel brauchen. Du hast ihn wenigstens dahin gelockt, wo Piekser sind. Dann warte doch, mit ihm nach Hause kommen. Mhm. Nein. Coco, komm wieder zurück zu uns. Aber wir sollten sowieso. Sind zwei. Sind das zwei? Ja. Beide sehe ich gar nicht, aber. Ich sehe doch einen. Hätte das jetzt gerade weg, da kommt es wieder. Ich muss einfach schon die Tür kontrollieren. Hier geht noch.